Also gut, Servus beisammen. Jan, ich glaube, perfekt. Wir können, glaube ich, einfach insgesamt noch ein bisschen mit der Musik üben. Die Musikauswahl war schon sehr gut. Aber hey, technische Defekte und Glitches können auch im Bärenmarkt noch gelöst werden. Dafür haben wir mehr als genug Zeit. Damit erstmal alle herzlich willkommen. Wieder ein Samstag, wieder ein Space, wieder genau 12 Uhr, beziehungsweise inzwischen kurz nach. Wir machen ja hier immer Musik. Im Intro. Dahingehend, ich habe zwar gestern schon mit dir gesprochen, Jan, ich frage dich dennoch vor der Runde, wie geht's dir? Ça va? Hey yo, Jam. Erstmal sorry wegen der Musik, anscheinend war da irgendwas nicht richtig. Bei mir kam es gut raus, aber naja, it is what it is. Mir geht's ganz gut. Woche war ein bisschen auf der ruhigeren Seite. Irgendwie haben wir immer so einen Wechsel zwischen einer Woche, wo mehr passiert ist, einer Woche, wo weniger passiert ist. Diesmal war es ein bisschen auf der langsameren Seite, aber ist auch okay. Dann können wir heute ganz entspannt ein bisschen diskutieren. Ja, aber gleiche Frage an dich zurück. Wie geht's? Wie steht's? Ja, diesmal stehe ich tatsächlich, normalerweise sitze ich. Ich bin diesmal im Coworking Space, von dem her hier Stehtisch. Ich stehe an meinem Desk. Nee, aber ich freue mich auch wirklich, heute ein bisschen entspannter Tag, spannende Runde, einfach ein bisschen ein paar Sachen schnacken. Von dem her auch herzliche Einladung natürlich an alle, hier mit hochzukommen. Wir haben ein paar News-Items vorbereitet. Ich glaube, heute wird es auch insgesamt ein bisschen kürzeres Space. Aber ich freue mich natürlich auf alle Takes oder auf andere Themen, wo euch diese Woche auch im NFT-Bereich über den Weg gelaufen sind. Sachen vielleicht, wo euch ein bisschen beunruhigt haben. Sachen, wo ihr einfach mal mit Kumpels durchquatschen wollt. Sind wir natürlich komplett flexibel an der Stelle. Okay, bevor ich anfange mit den Preisen und allen möglichen anderen, bei mir hat es heute leider nur für so einen Iced Coffee Pulver-Kaffee-Ding gereicht. Von dem her, wenn meine Energie ein bisschen low ist, dann müsst ihr das ausgleichen. Das ist leider die Situation heute bei mir. Dementsprechend, ich will allerdings hier oben on stage begrüßen, CJ CryptoArt. Schön, dass du hier hoch on stage gekommen bist und dem Ruf gefolgt bist. Freut mich und natürlich auch sehr, sehr cooler Cellmate, was du da hast. Jam, wie geht's? Hey, GM. Ja, vielen Dank fürs Hochholen. Ja, wunderbar. Ich fahre gleich in die Berge, von daher total entspannter Samstag und ja, schön, dass ich hier noch reinhören darf, bevor es dann gleich losgeht. Ja, mega cool. Ja, Samets auch sehr coole Kollektion. Ich weiß, dass ihr da im Hintergrund, du bist jetzt, soweit ich mich erinnere, nicht konkret im Team, aber du bist da mit ein bisschen so im Public-Team, würde ich es jetzt vielleicht mal so rum nennen, sehr aktiv. Auch sehr cool, mal hier euch repräsentiert zu sehen. Okay, ich schätze, dann fange ich direkt mal an mit den Preisen und alles Mögliche, was sich diese Woche so getan hat. Monitor einstellen, nochmal auf Refresh drücken. Was hat sich die letzte Woche getan? Ich glaube, es ist eigentlich eine ähnliche Story von letzte Woche wieder. Bitcoin ein bisschen im Plus, Ethereum ein bisschen im Minus. War aus meiner Sicht schon länger jetzt so, die Storyline zumindest, Bitcoin hält sich. Und Ethereum, ja, hält sich ähnlich, ein bisschen schlechter zurzeit. Ich habe natürlich auch meine eigenen Ressourcen, wo ich immer wieder reinschaue, in dem Pre-Halving-Year von Bitcoin ganz, ganz häufig, dass Ethereum in dem Jahr underperformed gegen Bitcoin verliert. Die ETH-Maxi-Seite, da tue ich jetzt gerade hier meine Kapuze aufziehen, ist natürlich, dass sich dieses Jahr der ETH-Supply und halt auch der ETH-Demand nicht nur marginal, sondern signifikant verändert hat im Vergleich zu vorhergehenden Zyklen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der ETH-Burn und auch EIP-3-1-4, sorry, jetzt habe ich gerade die Zahl, glaube ich, vermasselt, in der Lage ist, vielleicht diesen ja ein bisschen riskanteren Aspekt von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin auszugleichen oder nicht, ob sich da die historische Perspektive nochmal wiederholt. Von dem her, ich behalte immer noch den Standpunkt bei, Bitcoin, Ethereum, das sind die einzigen zwei Sachen, wo gerade zu kaufen wirklich sich lohnt. Alles darunter ist aus meiner Sicht zu riskant. Vor allem, weil es nicht nur in seinem Dollarwert abschmieren kann, sondern auch in seinem Bitcoin- oder Ethereum-Wert. Das heißt, euer Lieblingscoin, schaut doch am besten einfach mal in den Chart von, ich nehme jetzt hier einfach mal Uniswap als DeFi-Token und dann vergleiche ich den nicht nur gegen Dollar, sondern ich vergleiche den auch ganz wichtig gegen Bitcoin und Ethereum. Und ich bin sehr gespannt, ob sich dort diese Lows nochmal halten können. Ist natürlich jetzt halt die Frage für euch, wenn euer Lieblings-DeFi oder Alt-Token
nicht seine Lows gegen Bitcoin hält oder gegen Ethereum hält, dann ist aus meiner Sicht das viel zu hohes Risiko und dann wäre euer Geld viel besser in Bitcoin und Ethereum angelegt mit geringerem Risiko und potenziell sogar höherem Upside. Das ist hier mein Low-IQ, Max-IQ-Take, hoffentlich einfach ganz simpel halten, nur Sachen halten, wo du auch wirklich gut schlafen kannst und dann im nächsten Bullenmarkt wieder aufwachen. Genau, wann der nächste Bullenmarkt kommt, ist, steht natürlich noch ein bisschen in den Sternen. Jan, ich gebe mal rüber zu dir, bevor ich hier die Liste weiter runtergehe. Wann denkst du denn eigentlich, wird der Bullenmarkt wieder anfangen? Glaubst du, wir bleiben bei diesen 4-Jahres-Zyklen oder glaubst du, wird sich ein bisschen jetzt verändern? Gute Frage. Also diese Woche, ja, wie du schon meintest, ist irgendwie nicht so viel passiert. Gerade ist in den letzten Monaten einfach ein langweiliger Markt. Bleibt auch erstmal dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich bin tatsächlich ein fester Verfechter davon, dass diese Zyklen so eine self-fulfilling prophecy sind. Also die Zyklen gehen weiter, einfach weil alle damit rechnen, dass die Zyklen weitergehen und halt irgendwann anfangen zu kaufen, wenn sie meinen, die Zeit ist jetzt richtig und wenn genug Leute das machen, dann bewahrheitet sich das tatsächlich. Ich glaube, das ist einfach so ein psychologischer Effekt, den wir weitersehen werden. Aber die Zyklen werden auch schwächer und länger. Also ich weiß nicht, ob das jetzt genau dieser 4-Jahres-Zyklus bleibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die sich ein bisschen in die Länge ziehen und ein bisschen abschwächen. Aber so ganz grob, wenn man mal die Zyklen sich anguckt auf dem Graph, dann glaube ich, dass sie im Grunde einfach so weitergehen erstmal. Ja, sehr spannende Takes hier. Ja, ich habe auch einen neuen Chart diese Woche mit dabei, die logarithmischen Regressionsbänder. Das heißt, der vergangene historische Preis von Bitcoin, Ethereum und der gesamte Kryptomarkt kann man ja so auf so logarithmischen Bänden nachvollziehen. Und es gibt einen Durchschnitt und a lower bound und upper bound. Und zumindest nach diesen Trendlinien ist zurzeit Bitcoin und die gesamte Marktcap von Krypto nahezu 50% under value. Im Vergleich dazu, Ethereum ist der eine einzige Coin, wo da noch ein bisschen drüber hinausgeschwappt ist. Natürlich halt auch, weil in der Vergangenheit die Zyklen so extrem waren, so extrem nach oben und dann auch wiederum so extrem nach unten. Bin ich gespannt, ob diese Regressionsbänder hier nochmal Ethereum einholen oder ob sich vielleicht bewahrheitet, dass man diese Regressionsbänder neu anpassen muss und dann ja mit der neuen Preisdata von diesem Zyklus, das dann vielleicht nicht mehr akkurat den nächsten Low vorhersagt. Aber das sind hier nochmal zwei Charts einfach, wo ihr vielleicht auch in eure eigene Tasche einstecken könnt. Regressionsbänder kann immer mal wieder helfen, Sachen ein bisschen mehr in Proportion zu rücken. Ich will hier oben auch mit on stage begrüßen, der Professor, hey John Keating, na, ça va, wie geht's dir, mein Lieber? DM, nice to be here. Freut mich sehr, dass ich wieder hier bin. Lange Zeit war ich nicht bei euch. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt gut München überstanden, wer entsprechend dort war. Ich glaube doch, Oktoberfest ist zu Ende, oder? Das wahre Oktoberfest fängt erst an. Also Oktoberfest startet, also beziehungsweise der Wasen hat gestern gestartet. Das ist der wahre Shit hier. Wenn ich hier aus Stuttgart komme, dann muss ich ja auch hier ein bisschen Lokalpatriotismus an den Tag legen. Gestern wurde angestachen und eine Freundin von mir hat doch tatsächlich den Bürgermeister von Stuttgart interviewt, wo den ersten Stich gemacht hat, von dem er auch da hier ein bisschen Connections. Nee, Professor, aber sehr, sehr cool. Das war natürlich nur Spaß. Es ist nicht vorbei. Es startet gerade. Jetzt wird es erst lustig, nicht wahr? Aber hallo. Ja, ich bin gestern tatsächlich auch mit dem Fahrrad, also jetzt hier mal ein Non-Krypto-Thema, ich bin gestern mit dem Fahrrad nach Stuttgart reingefahren, 25, 30 Kilometer oder sowas und auch am Wasen entlang. Und es sieht echt schön aus nachts, wenn dann die ganzen Lichter angehen. Da werde ich bestimmt auch ein paar Mal noch hingehen. Also wer nach Stuttgart kommt, gerne mir mal schreiben. Vielleicht trifft man sich auf dem Vasen, das wäre ganz lustig. Wüstenigel versucht auch hochzukommen, freut mich natürlich auch. Ich weiß, dass du heute im Zug bist, von dem her, wir loben alle die Deutsche Bahn jetzt hoffentlich einfach mal viel gutes WLAN. Hust, hust, hust. Wüstenigel, Grüße gehen raus an dich, ich weiß nicht, ob du gerade sprechen kannst. Ich probiere es einfach mal und hoffe, der Daumen geht hoch, weil Oktoberfest ist nämlich das Stichwort. Ich sitze hier im Zug, es geht nach München und die Leute ziehen sich nach und nach schon ihr Dirndl an, respektive Lederhose. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, war halt eine super Woche in Köln jetzt, habe auch viele aus der Audience gesehen, hat mega Spaß gemacht, sich zu treffen, jetzt neben mir werden die Dinge wirklich gepickt und was ich cool fand beim Thema Superzyklus,
Sehe ich 1:1 genauso. Auch eigentlich ja mit dem ironischen Hinweis, wenn es nicht mehr passt, wird einfach eine Linie unten hinzugezogen. Aber ich bin auch ein großer Fan von, ja, von Zyklen, sowohl von der Technik, aber auch von der Psychologie. Das heißt, wenn es irgendwie mal nach unten geht. So, und jetzt haben wir ihn verloren. Wüstnige? Geht, dann denkt ja dran, es wird auch wieder nach oben gehen. Also geht dann lieber raus. Mit Freunden und Familie fürs Oktoberfest und Co., anstatt immer die Charts im Auge zu haben. Und vielleicht noch eine kleine Meta: Web3-Gaming ist so ein bisschen, ich sag mal, kontrovers, weil ich sehe auch in der Audience ein paar Leute, die das so ein bisschen skeptisch sehen. Aber vielleicht zum Thema Token noch. Es macht keinen Sinn, einen Token zu launchen. Punkt. Von einem Spiel. So, Zwinker, Zwinker, Apecoin. Das war noch so ein bisschen die Meta aus Köln. Da würde ich aber jetzt sagen, ich gebe mal weiter, bevor. So, jetzt ist er abgebrochen. Wüstnigel, dankeschön für den Take. Ich habe nur gehört, es lohnt sich gar nicht, einen Token zu launchen. Punkt. Nee, natürlich, Zwinker, Zwinker, ein Apecoin und so Zeug. Ist natürlich auch ein bisschen getrieben gewesen, einfach von dem Marktzyklus, in dem es war. Weil wenn heutzutage es passiert oder es launcht, dann hat man natürlich als Firma da weniger Upside. Von dem her, ich finde es nicht unbedingt doof von denen gewesen, es zu machen. Aber da haben Jan und ich diese Woche auch schon ein bisschen drüber geredet gehabt, ist es überhaupt fair, einen Token so früh im Entwicklungsstadium tatsächlich schon zu launchen, bevor überhaupt das Produkt schon irgendeine Reife entwickelt hat. Von dem her, Wüstnigel spricht hier wirklich einen tiefgehenden Punkt an. Und ich glaube, das ist asymptotisch für den gesamten Space. Wir investieren mit sehr, sehr großen Anführungszeichen hier gerade in Sachen hinein, wo größtenteils noch gar nicht fertig sind, wo größtenteils noch in einem sehr frühen Prototypenstadium sind. Das hat natürlich A, den Vorteil, dass man es theoretisch von nahezu null bis halt hoch reiten kann. Das heißt allerdings halt auch, dass sehr, sehr viele Sachen, siehe ICOs, siehe NFTs, wo gar nicht launchen sollten oder überhaupt noch gar nicht nach Geld fragen sollten, ziemlich früh schon in der Situation sind, dass sie das tun können und dann im Bullenmarkt natürlich halt auch zu überbewerteten Values dann halt auch launchen können. Jan, dein Take zu dem ganzen Thema gerne noch. Ansonsten Wüstnigel, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Schreib gerne in den Chat, wenn du, das geht natürlich an alle, schreib gerne in den Chat unten rechts, wenn ihr eure Meinung preisgeben wollt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch oben immer jederzeit über einen Retweet, weil zurzeit Twitter doch ein bisschen, picky ist, sage ich jetzt mal, in was sie promoten wollen. Jan, ich gebe dir das Mikro. Jo, ich würde da jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, weil ich denke, wir haben noch zwei Themen offen heute auf jeden Fall, wo das noch zur Sprache kommt und genau die Themen diskutiert werden. Ich würde sagen, wir machen einmal die Preise kurz, auch wenn es da wieder nicht so viel zu sagen gibt, aber dann können wir mit den Themen einsteigen und dann gebe ich da auch mein Take zu Coins und der Marktsituation. Na klar, also gut. Durchschnittlich war der September historisch gesehen immer der schlechteste Monat für Krypto. Da waren wir seit 2011 nahezu jedes Jahr im roten Bereich, nur 2015 und 16 stechen wir wirklich hervor. Von dem her, stellt euch jetzt eher nochmal ein bisschen auf den Winter ein. Oktober ist ein kleiner Rebound-Monat, aber auf ein Jahr gesehen ist Dezember und Januar eigentlich immer die beste Zeit gewesen zum Kaufen. Einfach noch so zwei, drei Fakten für euch hier on the way. Ist natürlich immer die Frage, wie lange da noch der Bärenmarkt geht gerade. Okay, dann rüber zu NFTs. Was hat sich da diese Woche getan? Ich frohlocke, es gibt ziemlich viele Nullen. Also CryptoPunks 0%, Bored Apes 0%, Autoglyphs 0%, Mutant Apes 0,2% Veränderung. Auch Azuki nur 1,4% im Plus. Nehme ich jede Woche gerne mit. Bored Apes allerdings immer noch unter 25 ETH, tut natürlich mein Herz auf irgendeiner Ebene natürlich auch weh. Fidenza ist bei 52 ETH, minus 15% diese Woche. Da waren zwei Sales, ist natürlich ein sehr liquider Markt. Chromie Squiggles im Vergleich hält sich sehr, sehr gut, wirklich immer noch auf Platz 4, über 10 ETH und sind natürlich auch die 10.000 Stück Supply. Dann scrollen wir ein bisschen runter, Captains minus 5,8%. Nouns minus 16%. Da werden wir nachher vielleicht nochmal drauf eingehen. Das haben wir letzte Woche nicht ganz mehr geschafft gehabt. Der Nouns-DAO hat ja schließlich angeboten, dass man seinen Noun abgeben kann für den aktuellen Marktwert. Das waren damals, glaube ich, um die 30 ETH. Haben einige Leute gemacht.
Es gibt inzwischen nur noch 800 Nouns und nicht mehr. Ich glaube, über 1000 waren es. Also es haben es wirklich einen Haufen Leute benutzt. CloneX plus 5,7%. Ja, ein kleines Aufbäumen im Abwärtstrend würde ich es gerade eher mal bezeichnen. DGods 0% hört sich gut an, dass dort gerade nicht mehr Wert verbrannt wird. Utes plus 22%, da scheint gerade die Aufmerksamkeit im ganzen D-Labs-Ökosystem. Und ansonsten große Gewinner, paar Sachen sind dann doch eher ein bisschen stärker im Minus. Ich sehe hier gerade auch Otherside, minus 15%. Wir trenden da zurzeit schon unter einem halben ETH. Tut natürlich weh. Allerdings, ich glaube, da kommen wir langsamer sicher auch wieder so ein bisschen in die Value-Territory, wenn tatsächlich das Produkt launcht. Jan, wie gesagt, wenn das Produkt dann irgendwann mal launcht, ne? Ist natürlich aktuell ein großes Wenn. Okay, das wären allerdings die Hauptsachen. Dass Believens mich nicht köpft, muss ich allerdings noch ein Ding sagen. Fluffworld diese Woche ganz knapp unter ein ETH, 4,4% im Minus. Und ja, ich scroll hier mal kurz noch ein bisschen weiter runter und schaue, ob ich noch ein, zwei interessante Sachen finde. Otherside Vessels diese Woche auch minus 10%. Da gab es diese Woche auch ein Announcement, auf das wir noch eingehen werden. Aber ich gebe es erstmal rüber an Jan. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach direkt mit den News dann los. Du hattest schon Otherside gesprochen. Ich habe jetzt zu den einzelnen NFT-Preisen gar nicht so die großen Takes, außer vielleicht so die Otherside. Und da haben wir eigentlich den ersten Diskussionspunkt dann. Wie sieht es überhaupt mit der Otherside aus? Wir haben diese Woche jetzt eine Hype-News bekommen von Yuga Labs, dass sie neue Partnerschaften haben. Das sind vier Firmen, unter anderem Spielestudios und zum anderen Hadean. Die meisten wissen ja, dass bisher angekündigt war, dass die Otherside auf dem M2-Network von Improbable läuft. Das ist so eine Technologiefirma, die es halt ermöglicht, das, was wir bisher gesehen haben, mit so vielen Leuten auf einem Server gleichzeitig zu interagieren. Und dieses ganze Networking etc., das haben sie bisher gemacht. Und jetzt in dieser Ankündigung haben sie halt gesagt, sie partnern auch mit Hadean. Und Hadean ist im Prinzip ein direkter Competitor dazu. Also ein Mitwettbewerber, das eigentlich das Gleiche anbietet wie Improbable. Und da kam ganz groß jetzt die Frage auf, fliegt Improbable raus? Sind die immer noch dabei? Und ja, Yuga Labs und alle Beteiligten haben bisher immer nur so halb Antworten gegeben, nie richtig die Fragen beantwortet, sondern immer so ein bisschen drumherum geredet. Und da kommt natürlich ganz groß die Frage auf, wie ist denn überhaupt der Entwicklungsstand von diesem ganzen Projekt? Sie haben gesagt, nach dem zweiten Trip kommt regelmäßig was und der ist jetzt schon ein paar Monate her und wir haben seitdem nichts gesehen. Die haben ganz groß auf ihrer Website angeprangert, dass sie Open Development machen, also dass sie zusammen mit der Community und sehr transparent das Ganze entwickeln wollen. Und jetzt müssen wir schon nachhaken, um solche fundamentalen Antworten zu bekommen und kriegen trotzdem nur halt Halbantworten. Also so ein bisschen besorgt bin ich gerade um die Plattform. Ich war ja immer ein sehr großer Fan und finde auch nach wie vor das Storytelling etc. Ist bisher sehr cool aufgezogen. Aber gut, das ist natürlich ein Produkt, was fundamental irgendwie auf einer technischen Ebene umgesetzt werden muss. Und wenn wir da einfach ja nicht so richtig wissen, was los ist und es nach außen hin so wirkt, als würde es nicht richtig vorangehen, weiß ich nicht. Kann ich mir gut vorstellen, dass daher dann die minus 15% oder was jetzt auch kommen. Der ganze Preis ist ja nicht nur bei den Other Deeds, sondern auch bei Codas so ein bisschen im freien Fall seit einiger Zeit. Und ja, die Besorgnis steigt. Ich persönlich bin das erste Mal jetzt besorgt nach dieser Ankündigung und halt so den wenig transparenten Informationen, die wir bekommen haben. Aber ich weiß, dass unser Gast hier, Professor, auch so Meinung dazu hatte. Ich habe ein paar Tweets von dir gesehen. Also bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Aber ich bin das erste Mal besorgt jetzt. Das erste Mal besorgt. Na gut, Professor, bitte, erstmal kurz Mikro an dich. Ich nehme gleich noch ein bisschen so die Gegenposition ein, aber Professor, erstmal rüber zu dir. Das ist irgendwie so mein Fachgebiet quasi, also Softwareentwicklung. Und deshalb wollte ich gerne erstmal so sensibel machen, was bedeutet eigentlich so eine Entwicklung von so einem Tool? Das ist Wahnsinn, Leute. Da sind hunderte von Menschen, einige bei Yuga Labs, die andere wieder aus outsourced Teams sozusagen, die daran arbeiten. Also es ist hochkomplex und es ist nicht verwunderlich, wenn man zusätzliche Partner dazu nimmt, beziehungsweise wenn man die Partner, die man hatte, wechselt. Allerdings
muss man natürlich dazu sagen, so ein Wechsel eines Partners in einem laufenden Projekt von dieser Komplexität ist äußerst problematisch, äußerst. Denkt einfach an die Sachen, die gar nicht so direkt mit der Entwicklung verbunden sind, wie zum Beispiel Schulung der Mitarbeiter. Auf einmal die Mitarbeiter, die bis gestern quasi die Improbable-Technologie gelernt haben, müssen umswitchen auf etwas, was komplett anders ist. Sei es einfach nur neue Dokumente, die sie lesen müssen und stundenlang verbringen müssen, um entsprechend zu verstehen, was will die neue Firma eigentlich sagen. Das bedeutet, dieser Schwank auf einen neuen Lieferanten ist sehr, sehr, sehr problematisch, bedeutet immer ein Delay, also eine Verspätung im Projekt und immer eine doppelte Investition, weil das Geld, was Yuga schon investiert hat und entsprechend Improbable bezahlt hat, das kriegen sie nicht wieder, das ist verbraucht. Und die neue Firma möchte natürlich quasi wieder bezahlt werden. Und die andere Sache ist, wenn man Partner wechselt, das gleich eigentlich eine Neuentwicklung. Weil es ist unheimlich schwer, einen Code von einem Partner, was entsprechend schon gemacht hat, was auf deren Technologie basiert, weiterzuführen. Das würde bedeuten, dass ich deren Technologie quasi weiter nutzen muss, deren Tools, SDKs und so weiter. Und abschließend noch ein kurzer Hinweis. Ganz zufällig ist auf LinkedIn ein Post veröffentlicht worden von einem Mitarbeiter von dem neuen Partner, Hayden, glaube ich, oder so ähnlich heißt die Firma. In diesem Tweet hatte sehr deutlich geschrieben, dass sie, also indirekt natürlich, aber deutlich, dass sie schon länger daran arbeiten, entsprechend den Partner zu wechseln und der neue Partner zu werden. Und endlich, so hatte sie ausgedrückt, finally, er darf das und kann das kommunizieren. Ich habe diesen Tweet etwa 40 Minuten, nachdem es veröffentlicht gesehen, beziehungsweise kein Tweet, sondern Post auf LinkedIn. Ich habe es gesehen, quasi frisch, als es veröffentlicht worden ist und Screenshot gemacht. Eine Stunde später war das natürlich gelöscht. Also das zeigt mir, dass das auch natürlich im Sinne Kommunikation nach außen einige Verbesserungen vielleicht bedarf. Jetzt will ich gerade vor allem deinen Screenshot sehen. Ja, Professor, das ist natürlich die große Frage. Tun Sie jetzt tatsächlich einen Technik-Change machen? Wenn, dann würde ich sagen, ist jetzt der Moment, wo es besser geht als dann im Live-Product. Was mich halt immer wieder verwirrt hat, und das habe ich auch diese Woche schon Jan gesagt, wir sehen ja ein relativ finales Produkt bei den Demos. Wir sehen, wie hunderte Leute in der Lage sind, zu interagieren. Ich verstehe nicht, wieso wir nicht ein Prototyp, ein semi-live-Prototyp, der die meiste Zeit online ist oder zumindest regelmäßig online ist, als das, was wir jetzt gerade erleben, hin und wieder da ist, um uns nicht zu beruhigen, sondern uns Einblicke zu geben, planen zu lassen, regelmäßiges Feedback geben zu lassen. Und vor einem Jahr war die Story, wo sie uns erzählt haben, noch eine ganz andere. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Story, wo gerade ein bisschen verwirrt. Ich würde kurz Wüstenigel vorlassen, weil der sein Internet immer wieder abbricht, und danach gerne zurück nochmal zu Professor. Wüstenigel, bitte. Ja, danke. Also wenn Semi abbricht, dann einfach reinreden. Ansonsten erstmal Props an Professor natürlich, was er an Yuga-investigativen Themen immer leistet, immer morgens mit Newsletter, mit dem Tweets, das ist von aller Ehren wert. Danke dafür. Ich würde eigentlich zu 90% alles unterstreichen. Auch aus eigener Erfahrung weiß ich, so ein Wechsel von einem System, das ist immer schwierig. Wir hatten das auch mal in einer großen Corporate, wo ich gearbeitet habe, erst 300.000 Euro verbrannt, aus dem Fenster geworfen, und dann, der das zu verantworten hatte, ist hinterhergeflogen natürlich. Ich könnte mir vorstellen, auch ein bisschen was kommt, hoffe aber, dass die jetzt einigermaßen diskret lösen. Wir sehen zwar nach Antworten, aber ich denke, die werden so unter verschlossenen Türen alles halten. Da wird also Colin keine Transparenz oder wenig bekommen. Ich würde aber versuchen, was Positives zu sehen. So ein Full-Stop, das macht man ja nur, wenn man wirklich nicht zufrieden war und an dem Endprodukt sehr interessiert ist. Also wenn da wirklich jemand hohe Qualitätsansprüche hat und aus Gründen, die wir nicht kennen, gesagt hat, das geht so nicht, ist es besser, als das Spiel irgendwie zu releasen, wie alle irgendwie Crap-Spiele irgendwie da draußen, und irgendwie an den Tokens zu verdienen und dann nach einem Jahr zu merken, ach, das war nichts. Weil dann eine Rolle rückwärts, das sieht man bei allen gepublishten Spielen, ist halt extrem schwierig. Ich muss auch sagen, ich bin Fan von Improbable.io, freue mich aber auch ein bisschen auf das Neue, und ich sag mal,
so eine Entscheidung. Ich kann ihn nachvollziehen, wenn ich da irgendwo im Lead gesessen hätte, hätte es vielleicht auch dazu kommen können. Ansonsten, ja, gebe ich noch weiter an Professor Keaton und bin gespannt. Tippe aber, dass wir bestimmt Mitte Oktober da schon mehr wissen. Sehr schön gesagt, Wüstennagel. Absolut, kann ich alles unterstreichen. Sehr gut beobachtet. Ich will nur noch zwei Sachen dazu sagen. Zu einem, das, was wir immer sehen, also wenn wir so ein Trip bekommen, dieser Softwarestand ist mindestens 3 Monate alt. Das heißt, das, was released wird, ist schon längst durch die ganze QAs und alles, die entsprechende Monate dauern. Das bedeutet, wir sehen immer die Historie, nicht den aktuellen Stand und werden es auch nie sehen. Und das ist auch gut so, weil die Jungs müssen in Ruhe arbeiten und entsprechend entwickeln. Das ist okay so. Das heißt, wenn wir etwas gesehen haben, haben sie schon längst die neue Strategie umgesetzt. Und das finde ich auch ganz okay. Jetzt zum Thema. Kann man eigentlich auf der Basis einer Technologie, zum Beispiel Improbable, weiterentwickeln, einfach einen neuen Partner nehmen und das nutzen, was da ist, und neu entwickeln? Das kann man natürlich, aber das ist äußerst, äußerst schwer, weil jedes von diesen Unternehmen entwickelt eigentlich eigene Frameworks, inklusive Software Development Kits. Die haben eigene Ideen, eigene Architekturen. Und jetzt stellt euch vor, wenn eine SAP zum Beispiel, was ein Finanzbuchhaltungssystem ist, auf einmal die Weiterentwicklung von einem Aldata Gold, was ebenfalls Financial System ist. Das ist quasi unmöglich, weil die Konkurrenz ist einfach zu groß und die Geheimnisse dazwischen sind einfach zu hoch und das, was auf dem Spiel ist, ist einfach zu wichtig. Ja, kann ich vielleicht da kurz ein? Und zwar, also ich weiß, was Professor Keating meint, so eine Art Lock-in-Effekt, gerade bei großen Software wie SAP, da ist so schwierig, wieder rauszukommen. Ich würde aber mal ganz langsam oder ganz vorsichtig eine These in den Raum werfen. Ich meine, das lernt man in der ersten Informatik-Vorlesung, dass sogar das Strategy-Modell, dass Engines eigentlich dafür gedacht sind, dass man sie austauscht in diesem Strategy-Modell. Was ja weiterlebt, ist die Stories, die Communities, die Fan und so weiter. Das heißt, idealerweise kann man, wenn man eine richtige Framework will, das vielleicht auswählen oder zumindest sollte es die Vision von moderner Softwareentwicklung sein. Man sieht es ja auch bei den iPhone 15 Spielen, da läuft keine iOS-Version mehr drauf, sondern von Genshin Impact und Co. läuft die normale PC-Version, beziehungsweise die normale Retail-Version auf den Handys. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie es scheint. Interessanterweise, es gibt ja immer so eine, auch eine Geschichte, Unity, die haben gestern einen Blogartikel veröffentlicht, das ist ja diese große Geschichte mit der Engine, da tut sich auch einiges, vielleicht war das ja auch so ein bisschen der Auslöser, dass man irgendwie nicht mehr nur auf Improbable setzen wollte, aber in a nutshell, too long didn't read, ich würde es gar nicht so schlimm sehen, vielleicht ist man heutzutage schon weiter im Austausch von Engines. Ja, also ich stimme euch auf jeden Fall zu, ihr habt sehr gute Beiträge geleistet. Ich fange immer gerne an mit ein bisschen etwas übertriebenen Take, um die Diskussion anzuheizen, aber ich bin besorgt, heißt nicht, dass ich Sorge habe, dass das im Endeffekt kein finales Produkt wird, sondern einfach, dass sich die Zeitline, die sie sich selber gesetzt haben, deutlich verlängert. Und ich meine, das kann natürlich passieren, wenn jetzt irgendwie Improbable mit seiner Technologie nicht so weit ist, wie Yuga das dachte und sie das nochmal wechseln müssen, dann bin ich lieber, sie machen das und verlängern die Timeline, als halt später ein schlechtes Produkt rauszubringen, was sie auch nicht wirklich anpassen können mehr. Deswegen, ja, was mich so ein bisschen mehr besorgt, ist die fehlende Transparenz. Ich meine, ich kann verstehen, dass man wichtige Entscheidungen irgendwann erstmal intern treffen muss und gerne für sich behält, bevor man es öffentlich macht. Aber wenn man sich auf die Fahne schreibt, das sehr, sehr transparent und mit der Community zusammen zu entwickeln, dann kann es nicht schaden, uns mal ein bisschen Bescheid zu geben, was überhaupt im Hintergrund passiert. Es kann ja auch sein, dass sie Improbable gar nicht rausgeschmissen haben. Das haben sie nie explizit gesagt. Das konnte man immer nur so zwischen den Zeilen mitlesen. Vielleicht können sie auch Improbable und Hadean beide zusammen irgendwie im Hintergrund nutzen und versuchen halt beides zu nutzen, damit sie nicht diesen Lock-in-Effekt haben, damit sie nicht auf einen Anbieter angewiesen sind. Wie das funktionieren kann im Hintergrund, keine Ahnung. Da habe ich von dem Netzwerk-Ingenieurwesen zu wenig Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe mal, dass es sich nicht zu sehr verlängert, sondern dass es eher beschleunigt, wenn sie jetzt einen neuen Technologie-Stack und neue Partner haben. Aber im Endeffekt sind wir halt immer noch darauf angewiesen, was sie uns mitteilen. Gut, aber ich denke, das reicht dann auch mit The Other Side.
beziehungsweise mit dem technischen Teil. Wir haben ja auch noch zwei andere News bekommen. Zum einen haben wir jetzt endlich gelernt, was die Codas sind. Und zwar sind Codas Odas, die die Geburt von The Other Side miterlebt haben. Also die, die Begriffe und die Welt wird immer komplexer. Also Odas sind im Prinzip einfach die, die Bewohner von The Other Side. Das bedeutet die ganzen Kreaturen, die wir jetzt auch haben, die Hunter, Maras und wie heißen die anderen? Voyager? Ich komme schon selber durcheinander. Auf jeden Fall, die Maras sind Odas und Codas sind halt Einwohner von The Other Side, die die Geburt davon miterlebt haben. Was das im Endeffekt bedeutet, keine Ahnung. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass Legends of the Mara, das Kartenspiel, von dem wir ja schon lange wissen, in 3 Tagen startet in die Beta. Also am 26. September können wir anfangen damit. So wie es aussieht, müssen wir die zuerst staken, also nisten. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dann können die Codas schon direkt starten. Die Maras muss man erst so ein bisschen ablocken, damit sie genistet werden. Und dann kann man später damit einsteigen. Und dann muss man halt, wie wir schon wissen, die Shellard im Kartenspiel besiegen, um Loot zu bekommen, um seine Maras aufzuleveln. So ein bisschen ähnlich wie Heavy Metal, aber natürlich schon anders. Bin ich sehr gespannt. Ich fand, das Intro-Video sah ziemlich cool aus. Also ich bin positiv überrascht davon. Und ich finde es gut, dass sie jetzt, besonders wenn sich die Timeline eventuell verlängert für das eigentliche Spiel, dass wir schon mal was für die Zwischenzeit haben, wo wir halt ein bisschen mit unseren Assets was anfangen können. Und ja, der Mint ist ja 1,5 Jahre inzwischen her, dass wir da tatsächlich mal was mit anfangen können. Aber ja, Wüstenigel, hast du einen Take dazu? Freust du dich auf Legend of the Mara? Wie hast du das Intro-Video wahrgenommen? Ich weiß, dass du ja sehr gerne spielst. Erstmal an dich und dann an Professor. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe noch nie eine TCG gespielt. Ist es ja, soweit ich es gesehen habe. Von daher werde ich es spielen, vielleicht sogar streamen. Also erst ein bisschen Competitive Games. Und wenn immer noch eine Stunde Zeit ist, dann grinde ich da ein bisschen rein. Hoffe, ich habe dann genügend Spielfiguren, um dann direkt zu starten. Ich überlege, ob ich mir noch irgendwie ein bisschen was kaufen soll. Auf der anderen Seite, meist bei Heavy Metal gesehen, crashen die Preise danach ja vielleicht eh. Aber too long didn't read. Ja, ich freue mich. Mal was anderes. Auch die Animationen da zusammen gegen diesen Boss kämpfen. Sehr kurzweilig. Vielleicht ein paar Strategie-Elemente. Die Begriffe finde ich ein bisschen wild. Aber ich glaube, wenn man es schon einmal gespielt hat, dann versteht man es. Erstmal von Anfang an zu sagen oder am Anfang zu sagen, ich freue mich auch natürlich. Dennoch möchte ich einen kleinen Witz machen. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch an so ein uraltes Rap-Lied aus Deutschland erinnert, wo man so die Namen bzw. Abkürzungen aufgezählt hat. So ARD, ZDF, ABS und so weiter. Also die Hälfte des Liedes war so. Wir können beinahe genauso ein Lied machen, nur mit ganzen Worten, die wir aus Yuga quasi Universe haben. Oder Coda, Mara, Vessels, Other Deeds Expanded, Relics, Voyagers, Heavy Metals, Boss, Wreck League und so weiter und so fort. Also das ist jetzt Scherz natürlich, aber so langsam, um ehrlich zu sein, verliere ich den Überblick, weil ich habe keine Ahnung mehr, welche Regel quasi für welches Spiel gilt, wo muss ich schauen und was muss ich tun. Ich befürchte, ganz viele, besonders ältere Generationen, werden sich genauso fühlen wie ich und werden irgendwann einfach sagen, sorry, komme ich einfach nicht mehr mit. Vielleicht LFG, die Meta-Welt liegt uns zu Füßen, das meinst du, ne? Genau, ganz genau. Also ich will hier kurz was zitieren. Ich hoffe, ich krieg's gerade gescheit hin. Ich mache das hier freihand. Jeder hat ein Oda zu Hause. Zuerst nehmen Sie den Mara und verfeinern Sie ein wenig mit einem Katalyst. Der Katalyst wird aber in anderen Produkten weiterverwertet. Also legen Sie ihn beiseite. Sie nehmen dann den Mara und kreieren ein Coda-Mara, das dann sein komplettes Potenzial erreicht hat. Danach wird das Fleeb daran gerubbelt. Es ist wichtig, dass das Fleeb, also ich hoffe, ihr habt alles an hier die Referenz verstanden, ansonsten ist es einfach ein sehr, sehr komischer Audiofetzen von mir. Naja, ja, also ich gebe euch komplett recht, aber das war aber auch schon mein Take zu Zeiten, als Other Deed die Codas geteased hatte und
gleichzeitig das Yuga Labs Gaming-Ökosystem nur groß geworden ist. Als eine Person, wo jetzt nicht jedes einzelne Spiel jeden Tag spielt, kann das, glaube ich, sehr, sehr überfordernd wirken. Und wenn selbst der Professor schon sagt, er verliert langsam den Überblick, der Professor setzt sich jeden Tag hin und schreibt ein Thread über diese Themen. Wenn du nicht in der Lage bist, da den Überblick zu behalten, dann ist was schiefgegangen. Dann müssen wir vielleicht nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen. Von dem her, ja, gerne jeder einmal den Plumbus googeln, dann habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Ahnung, wovon ich gerade konkret geredet habe. Aber ansonsten, ja, ich bin gespannt. Aber am Ende vom Tag, wir können uns jetzt hier ganz lange drüber unterhalten, wie komplex doch gerade alles ist. Wenn irgendjemand mal Pokémon gespielt hat, Yu-Gi-Oh! Gespielt hat oder Magic the Gathering oder so irgendwas, gibt es auch hunderttausende Regeln. Komplexität an sich ist noch nicht das Schlimme. Komplexität ohne Leute zu engagen ist das Schlimme. Von dem her, wenn das einen Sinn hat und das Spiel gut ist, dann habe ich kein Problem damit. Wenn das Spiel nicht gut ist, dann werde ich genau wie bei den vorherigen Spielen oder bei anderen Spielen oder anderen Themen noch hier im Web3-Bereich da eindeutig Salz in die Wunde reinwerfen und den Finger drauf halten. Und ich glaube, das erwartet ihr auch von uns hier im Space. Genau, Jan, hast du noch irgendeinen Take? Ansonsten CJ Crypto, vielleicht als Person, wo jetzt nicht jeden Tag mit dem Yuga Labs Ökosystem interagiert, gerne auch noch dein Take, außer natürlich, alles ist komplex. Ich weiß wirklich nicht, ob ich der Richtige bin, um mich dazu zu äußern. Tut alles tatsächlich sehr komplex, aber ja, dein letztes Wort umgehe ich auf jeden Fall mit. Also wenn das Spiel spielbar ist und ja, ich sag mal, der Einstieg intuitiv ist und dann die Komplexität kommt, durchaus okay für mich. Ja, aber ansonsten ja, bin ich echt nicht der Richtige, um das zu beurteilen. Gehe ich soweit mit. Ich würde die Unterscheidung machen zwischen strukturierter Komplexität, das ist Spieltiefe, und unstrukturierter Komplexität, das ist Chaos. Also, wenn man ein Spiel rausbringt, dann will man in gewisser Weise Komplexität haben, einfach damit es nicht nach 2 Minuten langweilig ist. Aber es muss natürlich Sinn machen und verständlich sein und zusammengehörig sein, sodass man irgendwie langsam in diese Komplexität reingelassen wird. Wenn man jetzt WoW startet, dann fängt man auch erstmal mit einem Tutorial an und einer Quest und dann arbeitet man sich weiter und irgendwann versteht man die ganze Welt. Und dieses Erkunden ist ja ein ganz großer Teil des Spaßes, also diese Komplexität überhaupt zu durchdringen. Das heißt, man braucht was, aber man kann natürlich nicht in WoW reingeschmissen werden mit Level 30 und man hat keine Ahnung, was abgeht, dann ist man einfach nur verwirrt und verliert den Spaß ganz schnell. Also da würde ich eine ganz große Unterscheidung machen und ich hoffe mal, dass Yuga das auf die Kette bekommt. Aber CJ, nochmal zurück an dich. Ja, finde ich ein schönes Beispiel. Und ich denke auch an Arno, ja, wo du irgendwie gleich mal deine City bauen kannst. Das ist relativ simpel, aber man kann es halt dann to the limit treiben und es wird echt komplex, ja, selbst für irgendwelche Städtebaue und so weiter, also die absoluten Pros, aber du kannst halt auch einfach als ganz normale Wochenendspiele einfach mal reinschauen und das finde ich ist halt die große Kunst für so ein Spiel. Ja. Da hat uns doch gerade tatsächlich ein Moonbird hier besucht, der ewige Proof und Moonbird Bull. Freut mich, dich hier oben mit dabei zu haben. GM, wolltest du auch noch zu dem Thema was sagen? Ansonsten gerne auch, wir können langsam aber sicher transitionen zum nächsten Thema, glaube ich. Ja, GM, hier von der Fotopia in Hamburg melde ich mich mal. Ist ein bisschen busy hier, ich hoffe, es ist nicht zu laut. Sonst immer nur Zuhörer, mal endlich mal auch als Sprecher hier oben zu sein. Danke, dass ihr mich hochgeholt habt. Ja, ich kann gar nicht gerade so viel zum Thema sagen. Ich weiß ja, da ziemlich tief über alle die gesprochen. Hab's jetzt nur mit einem halben Auge gehört, weil ich nebenbei noch am Stand stehe. Wir haben hier nämlich unser eigenes Mengenvolk, sage ich mal, gebaut, Made in Germany, eine kleine Plattform, mit der Künstler Sachen hochladen können, auf die Blockchain kostenfrei. Und das kommt hier ziemlich gut an. Die Fotografen sind begeistert, haben einen kleinen Mint auch gemacht über Photoverse.io, wo Leute noch kostenlos minten können. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gerne mal angucken. Sonst gerne steige ich ins nächste Thema mit ein. Ja, danke. Erstmal, ich habe
die Genehmigung gegeben zum Schillen. Also es ist nicht, er ist nicht einfach hochgekommen und hat sein Produkt geschillt. Das will ich schon mal anmerken. Vielleicht kannst du gleich noch ein bisschen drüber erzählen, aber mich würde interessieren, ich glaube, mit Otherside haben wir jetzt auch abgeschlossen, würde interessieren, wieso einfach der Vibe auf der Fotopia ist, ob da überhaupt groß viel von NFTs gesprochen ist. Klar, an eurem Stand geht es natürlich hauptsächlich darum. Aber berichte einfach mal kurz, was ihr da so erlebt habt bisher. Ja, gerne. Tatsächlich, die Fotopia hatte letztes Jahr schon mal so ein eigenes NFT-Projekt rausgebracht. Vielleicht hattet ihr das mitbekommen. Das ist relativ groß geworden im deutschen Space. Und dieses Jahr hatten die so ein bisschen das Interesse daran verloren an NFTs. Ich glaube, die hatten auch viel negativen Vibe bekommen von Leuten. Und haben sich wieder, weil die Fotopia als Messe gehört zur Stadt Hamburg. Und Stadt Hamburg ist ja eine Bundesbehörde irgendwie. Und entsprechend gab es da wohl Probleme mit NFTs und wollten das Projekt nicht weiterführen dieses Jahr. Und dann haben wir gesagt, ey, dann machen wir doch mit unserer neuen Plattform dann ein eigenes Projekt. Und grundsätzlich muss man sagen, sind doch viele, die eher negativ gestimmt sind zu NFTs. Wir sind so mal rumgegangen, haben mir die Leute direkt gefragt, hey, was ist das Erste, was dir einfällt zu NFTs? Und viele sagen so, ja, Betrug und Finanzen und ist doch alles nichts wert und so. Also da sind echt viele, viele, viele Vorurteile, die man irgendwie aus dem Weg bauen muss. Nichtsdestotrotz hat der ADC, der Art Directors Club, hier so eine Beyond the Photoverse-Veranstaltung auch gemacht mit vielen Bekannten, die hier über Web3 und NFTs auch gesprochen haben und nebenbei auch über AI. Das war eigentlich ganz gut besucht, hatten wir auch nochmal einen Vortrag gemacht. Grundsätzlich ist die Fotopia eine Messe, die ich allen empfehlen kann, also ob ihr uns in Web3 interessiert seid oder nicht. Ist einfach mal was anderes als eine normale Messe, weil die haben überall so riesen Schiffcontainer aufgebaut und es gibt in jedem Schiffscontainer dann unterschiedliche Instagrammable-Spots und viele Aussteller und Galerien und Fotografien, und echt tolle Sache. Also alle, die gerne noch vorbeikommen wollen, die morgen vielleicht noch nichts vorhaben, die haben noch gratis Tickets, von euch auch gerne zukommen lassen. Einfach mal eine DM schreiben. Es ist in Hamburg das Ganze, ne? Die Fotopia? Genau, ist in Hamburg. Ist in Hamburg. Heute und morgen noch. Nicht so, also alle, die im hohen Norden sind hier, wie ich oder der Professor, dann können wir gerne mal vorbeikommen. Vielleicht schreibe ich dich danach nochmal an, ob wir morgen was hinbekommen. Aber soweit ich das weiß, seid ihr nicht einfach nur so auf der Fotopia, sondern ihr habt auch was Eigenes mitgebracht. Was hältst du davon, wenn du einfach nochmal so einen einminütigen Elevator-Pitch gibst, über was ihr jetzt gelauncht habt? Ja, sehr gerne. Danke, dass du uns den Raum dafür gibst. Ich hatte es ja letzte Woche auch schon im Newsletter eine Woche zu früh angekündigt, dass wir unsere eigene Plattform rausgebracht haben. Wir hatten, weil wir auch letztes Jahr auf der Fotopia gemerkt haben, dass Künstler das Problem haben und nicht wissen, wie sie auf die Blockchain kommen und wie sie ihre Bilder davon machen können, haben wir gesagt, wir bauen unsere eigene Plattform, haben das jetzt auch auf die Wege gebracht, haben das jetzt released zur Fotopia über studio.hardware.io. Ist doch in einer Beta-Phase, aber da können dann auch zukünftig alle anderen öffentlich dann ihre Bilder hochladen, bekommen dann, wie es auch bei Manifold und Payment ist, ihre eigene Mundseite und das ist völlig kostenfrei für die Künstler, für die Creator. Und hat nur eine kleine Mintgebühr dann für die Käufer dann am Ende. Und funktioniert super, funktioniert besser als manche andere Plattformen. Ist dann nicht ganz mobile optimized, aber da in solchen Sachen arbeiten wir gerade noch. Nächste Schritte sind dann natürlich dann das komplett auf Mobile zu setzen und dann vielleicht auch über Layer 2 und Social Logins dann den Leuten auch, die noch gar keine Krypto-Ahnung haben, dann auch die Möglichkeit geben, ihre Sachen zu verkaufen, ohne jetzt Kryptowährung zu besitzen, sondern mit Fiat-Währung zu bezahlen, Kreditkarte etc. Und so dann halt auch vor allem im Kunstbereich besser anzuborden. Gerade die Deutschen sind ja dann sehr zurückhaltend. Und wenn du dann mit Fiat-Währung ankommst und sagst, du hast bei den Technologien Hintergrund, denke ich, kann man da viel mehr Leute abholen in Zukunft. Hey, sehr cool. Professor, eine kurze Frage und ich glaube, dann müssten wir aber auch langsam sicher zum nächsten Topic übergehen. Herr Professor, bitte. Ich will nur kurz was sagen, weil ich selber die Plattform genutzt habe gestern und das, was der Kollege gerade gesagt hat, ist milde untertrieben. Die Plattform ist super. Also wir haben das richtig, richtig gut auf die Beine gestellt. Software ist vernünftig programmiert, Mint-Gefühl ist perfekt und das Geilste ist, die unterstützen auch die Community vernünftig, weil zum Beispiel jetzt bei diesen Genesis-Token die Künstler, die dort entsprechend deren Werke quasi veröffentlichen, sind nicht nur irgendwelche Profi-Fotografen, das auch, sondern auch die Leute aus der Community, die einfach hobbymäßig was gemacht haben,
haben und entsprechend ja, die anderen es gemocht haben. Also von daher tun sie was Gutes für die Community und haben vernünftige Software auf die Beine gestellt. Also von mir 7 Daumen hoch. 7 Daumen hoch, das ist doch meine Ansage. Professor, da kann ich natürlich nicht ganz mitgehen. Von mir gibt es nur 2 Daumen hoch, aber das muss in der Stelle halt einfach ausreichen. Nee, gefällt mir wirklich cool. Wir waren ja damals auch bei einem Event in Stuttgart, konnten dort auch unseren Livespace machen. Unabhängig von der Technologie auch einfach einen Haufen coole Leute, wo ihr da immer wieder engagiert kriegt. Und vielleicht, ja, ganz kurze Werbung noch. Am 1. Oktober, glaube ich, gibt's die erste Show wieder mit dem Sebastian auf Twitch beziehungsweise YouTube-Account gestreamt. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Ja, genau, sehr cool. Okay, Werbesendung vorbei. Wir gehen jetzt on zum nächsten Thema, würde ich sagen. Jan, was steht an? Was können wir noch erzählen? Ja, um noch den Plug zu Ende zu machen, 7art.io ist die Website, falls ihr euch das mal angucken wollt. Sind auf jeden Fall coole Leute. Aber ich finde, das nächste Thema passt auch ganz gut dazu. Also wir haben einen passenden Übergang, weil du hattest schon angesprochen, dass auf der Fotopia ganz viele Leute NFTs erstmal als wertlos Betrug und irgendwelche Affen-JPEGs sehen, was ja in vielen Fällen leider auch wahr ist, aber natürlich nicht in allen. Hatten wir diese Woche so eine Welle an Newsartikeln, vor allem aus dem US-amerikanischen Raum, würde ich mal sagen, die halt gesagt haben, dass NFTs jetzt komplett endlich wertlos sind. Und es gab wohl eine, in Anführungszeichen, Studie, die gezeigt hat, dass 95% aller NFT-Kollektionen einen Floor-Price von 0 haben, also demnach komplett wertlos sind. Und ja, die Mainstream-Media und grundsätzlich der Mainstream, würde ich mal sagen, die laufen jetzt gerade ihre Siegerrunde, verkünden es überall, dass NFTs ja endlich wertlos sind. Und ich meine, ihr seid ein bisschen besser informiert, sonst würdet ihr heute bei diesem Space nicht zuhören und mitsprechen. Aber würde mich einfach mal eure Takes dazu interessieren, was ihr dazu sagt, dass wir jetzt, diese Medienrunde haben. Bedeutet das, ist der Bottom? Bedeutet das, NFTs sind tatsächlich dumm und wir sind dumm dafür, dass wir noch hier sind? Einfach mal ganz subjektiv raushauen, was ihr dazu denkt, was eure ersten Eindrücke waren zu, den ganzen Posts, die halt rauskamen. Also für mich hat es sich allein schon wegen den Memes gelohnt. This just in, all NFTs worthless. Einfach die Tatsache, wie memeable das geworden ist hier auf Twitter, hat sich sehr gelohnt. Danke, Rolling Stones. Wo das ursprünglich natürlich auch gepostet haben, diese News Story, von der jetzt die ganzen Memes kommen. Der größte Witz ist aus meiner Sicht, dass Yuga mit denen gemeinsam NFT rausgebracht hatte, was ich glaube über $300,000 verkauft hatte. Von dem her, auf der einen Seite ist die Hand ganz, ganz weit offen, auf der anderen Seite ist die Faust schon geballt für den Schlag zurück. Kann man sich vielleicht auch auf irgendeiner Ebene merken, aber wir wollen ja nicht so sehr sein. CJ hat gerade die Hand oben, gerne sonst auch die andere die Hand hoch in die Höhe recken. Simon kann gerne auch noch mit hier on stage kommen. Ende vom Tag, ja, also viele Leute, viele Takes, aber wer hin und wieder nur mal auf Reddit ist, der wird wissen, es gibt eine ganz, ganz große Menge an Leuten, wo keine Liebe übrig hat für irgendwas, was Web3, Krypto oder NFTs zu tun hat. Und die tanzen schon auf unseren Gräbern, bevor wir überhaupt hinuntergelassen wurden. Von dem her, CJ, rüber zu dir. Ja, also ich muss sagen, für mich completely fuck ist mir komplett egal, weil ich finde, NFT ist eine Subkultur und jetzt war halt mega der Hype drum und jetzt ist der Hype durch für den Moment. Aber to be honest, für mich ist das perfect moment. Ja, jetzt können alle Real Ones richtig connecten, wir können richtig geile Sachen aufbauen. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich mehr gehypt als vor einem Jahr, wo das so zu einem Massending wurde. Für mich richtig cool, dass wir jetzt zusammen was machen können und wenn ich die letzten Woche anschaue, was gerade in der deutschen Community, was sich da für nice Connections gebildet haben und auch verbunden mit Projekten, die überhaupt nichts mehr mit Web3 zu tun haben, aber das ist für mich Real One, das ist für mich Subkultur und das ist für mich viel, viel wichtiger, als was die Charts machen. Kann sein, dass ich da der absolute Idealist bin, ist mir aber auch scheißegal, weil für mich Subkultur mehr Wert hat als einfach eine Chart. Wenn ich Charts lesen will, das mache ich all day mit meinen Studenten an der Universität. Für das bin ich nicht hier, bin hier für Subkultur und nice Connections und gerade in einer Phase wie jetzt, ist das der perfect moment dafür. Darum give a fuck für all diese Berichterstattung.
Ja, genau. Also als Person, wo ihr jetzt schon in NFTs war, bevor Rolling Stone ihren Artikel rausgebracht hat, bevor New York Times wusste, was NFTs sind, der Vibe war ein anderer, als wir gefühlt nur 35 Leute waren auf Twitter, wo Bock drauf hatten, diese fucking JPEGs zu pushen. Mit dem Augenzwinkern erzähle ich an der Stelle. Die Story wird auch, glaube ich, wieder sein, dass je kleiner die Kultur ist, ich glaube, desto mehr alternativ wird sie und kann auch davon profitieren, weil Counterculture kann nur geben, wenn du gegen was auch rebellierst, wenn du einen Antagonisten hast. Und von dem her, ich habe gar kein Problem damit, dass die Medien uns als Bösewicht darstellen. Ich habe aber ein Problem damit, wenn es tatsächlich sind. Das wäre der eine Take noch von mir gerade. Erstmal rüber noch zu unserem Moonbird-Freund. Und dann gerne noch die andere Leute Hände in die Höhe oder unten rechts natürlich kommentieren. Was denkt ihr? Sind unsere NFTs alle worthless? Kommen wir wieder zurück? Oder hat Rolling Stones etc. pp. Alle recht? Sorry, gehe rüber zu dir. Ja, witzig, dass ihr das Thema ansprecht, weil genau darüber habe ich hier auch auf der Fotopia einen Vortrag gehalten. Natürlich ein bisschen mehr mit Augenblick auf oder Augenmerk auf die Kunst und digitale Kunst. Aber dennoch hatte ich auch da hier auch das erzählt, dass ich denke, dass NFTs oder das Web 3 eigentlich eine große Akzeptanz in der Zukunft bekommen würde, gerade über diesen kulturellen Aspekte, dass mehr Menschen in Web 3 kommen dadurch, dass es halt Kult wird. Wir haben es ja in der Geschichte von Kunst und Kultur schon oft genug erlebt. Wir haben ja jetzt Subkulturen angesprochen. Wir haben Subkulturen gehabt, wie den Impressionismus vom Naturalismus so eine Subkultur gewesen war. Wir haben den Rock'n'Roll, den Hip-Hop, den Street-Art, was alles erst so von wenigen akzeptiert war und dann nach einigen Jahren, Jahrzehnten dann eigentlich zum Kult schlechthin geworden ist und dann eine Massenakzeptanz erreicht hat. Und genauso sehe ich das eigentlich auch fürs Web 3, dass wir über diese kulturellen Aspekte in der Zukunft immer mehr Menschen eigentlich dazu gewinnen werden, weil wir bewegen uns in der Zukunft immer mehr in digitalen Bereichen bewegen. Und umso mehr wir uns im digitalen Bereichen aufhalten, umso wertvoller werden unsere digitalen Güter, die wir da haben. Und umso wichtiger wird es für die Individuen da drin, sich irgendwo zu individualisieren und irgendwie sich selbst darzustellen. Und da gehören halt digitale Güter, NFTs halt sehr perfekt dazu. Ich glaube, du hast einen Artikel von mir gelesen oder habe ich den Artikel von dir gelesen oder denkt mir einfach nur sehr, sehr ähnlich. Literally den Satz, je mehr Zeit wir online verbringen, desto mehr werden wir auch unsere digitalen Güter schätzen. Das spricht mir aus der Seele, finde ich super cool. Dann war es bestimmt auch ein super guter Vortrag von dir. CJ hat noch die Hand oben, gerne noch rüber zu dir. Ansonsten, ich glaube, wir sind uns alle einigermaßen einig. Vielleicht habe ich noch einen zynischen Take, muss ich mir noch was überlegen. Aber CJ, erstmal du. Ja, ich fand den Bezug zu Street Art perfekt, sehe ich genauso. Also als jemand, der Street Art gemacht hat, bevor es eben diesen Hype gab. Und das genau diese Vibe. Für mich ist NFT genau diese Vibe. Wir machen das einfach für uns, weil es cool ist, weil wir es cool finden. Und ja, was der Rest denkt, spielt erstmal keine Rolle, solange alle irgendwie Freude haben daran. Und ja, Web 3 ist ja dann noch viel mehr als ja, das, was schön war an Street Art, weil das nicht nur Kunst ist oder ganz viele verschiedene Formen von Kunst und ich rechne da jetzt Programmieren und so weiter auch mit ein. Also von daher finde ich, das ist eine der größten Subkulturbewegungen wahrscheinlich, die es überhaupt je gab oder mit dem meisten Potenzial. Also von daher, ich fand es sehr schöner Bezug zu Street Art und gehe da voll mit dir ein. Ja, ich habe vielleicht noch einen zynischen Take. Aber erstmal will ich Jan noch die hier, du wolltest was sagen, sorry. Ja, danke. Ich wollte auch noch meinen Take geben, eigentlich so ein bisschen abschließend, weil vor einem Jahr, sage ich mal, als so das erste Mal der Bärmarkt aufkam und die Preise nach unten gingen, war ich immer irgendwie in gewisser Weise sehr mad, wenn ich irgendjemanden gesehen habe, der NFTs basht und die ganze Sache gar nicht so richtig versteht. Und ich denke mir immer so, oh Gott, wie kann man denn sowas so hassen, wenn man es gar nicht richtig ahnt? Und so in diesem Jahr habe ich mich so sehr entwickelt, dass ich einfach
weiß nicht, ich hatte diese Woche fast so viel Spaß wie sonst nie auf Twitter. Einfach nur, indem ich schlechte Takes über NFTs gelesen habe, weil es einfach so obvious macht, wie wenig die Leute überhaupt verstehen, was da ganz hintersteckt. Also, dass es eine Technologie ist und kein einzelnes Produkt. Und ein Tweet, der es irgendwie perfekt auf den Punkt gebracht hat für mich, war ein Tweet über CSGO-Skins. Die haben in letzter Zeit relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, gehen auch für ganz viel Geld weg und ich spiele auch ganz gerne CSGO, Valorant und sowas. Aber der Tweet hat im Prinzip gesagt, CSGO-Skins sind das, was NFTs immer sein wollten, und das hat für mich perfekt zusammengefasst, dass einfach keiner versteht, was ein NFT überhaupt ist, wenn so ein Tweet durch die Decke geht, weil CSGO-Skins sind im Prinzip NFTs auf einer zentralen Datenbank mit sehr viel schlechteren Möglichkeiten und du kannst es in einem Spiel benutzen und that's it, und das geht auch für $200,000 oder sowas ein Skin über die Theke. Und ja, die Kommentare darunter zu lesen, macht mir inzwischen einfach Spaß. Das heißt, ich sehe es so ein bisschen ähnlich wie CJ. Ich bin so hyped wie selten. Und je länger man wartet, je länger man in dem Bärmarkt einfach Connections macht, irgendwelche Sachen auf die Beine stellt, desto näher kommt man auch zum nächsten Bullmarkt. Und dann werden die ganzen Sachen, die ganze Arbeit, die man hier leistet, auch Früchte tragen. Und weiß ich nicht, das macht mehr Spaß als denn je. Und besonders in so einer Woche, wo alle einen bashen, weiß ich nicht, ist das Feuer dann nochmal doppelt entfacht. Das ist so meine Einstellung gerade. Kann ich ganz kurz? Ich weiß nicht, kannst du ganz kurz? Ich weiß ja nicht. Ah, Spaß. Der Joke. Fantastisch. Simon, hau rein. Hi, Simon hier aus Köln. Ich würde mich dem Ganzen prinzipiell sowieso meinen Vorsprechern auch schon anschließen, auch was das Ganze mit Subkultur angeht. Und ich finde auch, es hat viel von einem Generationenwechsel. Man sagt jetzt schon, die eine Generation versteht es nicht, macht sich drüber lustig, dann eben Tweets gehen durch die Decke, obwohl man klar sieht, dass keiner von denen versteht, um was es eigentlich geht und was der Kern der Technologie ist. Auf der anderen Seite hast du aber dann eben, wo wir schon beim Gaming waren, die neue Generation, vor allem von Fortnite, Roblox, Valorant-Spielern oder halt auch die CSGO-Skins, wo die Kinder, die einfach nativ dann schon im digitalen Space leben, die wertschätzen diese Dinge sowieso ganz anders. Für die ist ein Skin oder ein Charakter oder ein Avatar was ganz was anderes, als es dann zum Beispiel für die Boomer-Generation war. Die können da komplett anders dazu relaten und da sowieso das bald die dominantere Generationspräsenz sein wird, wird da sowieso Stück für Stück alles nachrücken und auch diese Gap viel schneller geschlossen werden. Und zum anderen wollte ich noch auf den Rolling Stones-Artikel eben eingehen. Ich fand das so skurril und so dubios. Der Artikel, haben wir uns jetzt schon drüber unterhalten, geht sowieso ein bisschen dran vorbei und macht auch nicht ganz so viel Sinn und mag vielleicht einen Funken Wahrheit haben, aber es zeigt halt auch schon wieder die Kredibilität der Mainstream-Medien, dass sie in dem Titelbild, sie hätten die Auswahl an NFTs gehabt, die auf Null gegangen sind, und sie hätten eins von denen darstellen können. Dann wäre es sogar vielleicht, um ihren eigenen Punkt zu machen, noch ein bisschen besser gewesen. Stattdessen nehmen sie aber einen Bored Ape, die einfach literally $30,000 oder mehr als $30,000 wert sind, und schreiben dazu die Headline, NFTs sind jetzt offiziell $0 wert. Also das ist an Hirnrissigkeit nicht mehr zu überbieten. Und Leute merken das ja. Ich meine, jetzt merken es natürlich nur wir, weil wir in dem Space unterwegs sind. Aber so verhält sich ja, ich habe Sportjournalismus studiert, so verhalten sich die Mainstream-Medien ja immer. Die reißen immer die Schlagzeile und das Titelbild ab. Und es geht jetzt in dem Fall, du sagst etwas, ist 0 Euro wert oder 0 Dollar wert und depiktierst etwas, das wirklich für über $30,000 über den Tisch geht. Dümmer geht's ja gar nicht. Und das war der Rant der Woche. Dankeschön, Simon. Hat mir gut gefallen. Das hat sich ein wiederkehrendes Segment. Normalerweise übernehmen wir das, aber ich bin sehr froh, dass du das diese Woche so gut für uns auf den Punkt gebracht hast. Am Ende vom Tag, ja, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Repräsentation von dem, was Mainstream-Medien teilweise machen. Also ich will jetzt hier gerade gar nicht so ein ganzes Segment in den Dreck reinziehen, weil das ist wirklich nicht der Fall. Aber wenn man für den Durchschnitt, oder andersrum, wenn man für den Durchschnitt Newsartikel schreibt, dann muss man natürlich auch auf irgendeiner Ebene so den durchschnittlichen Take wiedergeben. Und ich glaube, da kommt für mich zumindest diese Bell-Kurve ganz, ganz oft in den Sinn. Der Middle IQ Bell IQ Take, oh Gott, ich verplappe mich gerade, sorry Simon, du warst viel eloquenter als ich. Der ist natürlich
50% der Zeit richtig, aber 50% der Zeit halt auch echt, echht falsch einfach. Und von dem her, ja, also stellt euch gerne gegen die Mainstream Take mit Begründung. Mit Begründung. Ich denke, euer Take ist falsch, weil. Und wenn ihr dann in eurem eigenen Kopf oder in eurem eigenen Fall genug Beispiele findet, warum denn ihr Take falsch ist, dann habe ich auch gar kein Problem damit, ganz großklötzig zu sagen, die haben gar keine Ahnung, wovon sie erzählen. Und ja, die haben ich habe gerade nochmal ganz kurz gegoogelt, die haben ein NFT verkauft für 30 und eins für 16 ETH. Das waren fast 70.000 ApeCoin damals. Also die haben mehr als genug Geld eingenommen damals mit ihrem NFT-Sale und jetzt sowas rauszuhauen. Naja. Jan, hast du noch irgendeinen Take? Ansonsten können wir, glaube ich, schon wieder onmoven. Ja, war auf jeden Fall eine lustige Debatte hier mit euch allen. Definitiv. Also ich finde immer, wenn man solche Artikel durchliest, wo es über ein Thema geht, in dem man sich selber gut auskennt, dann kann man immer sehr gut in Frage stellen, wie sehr man sich auf solche Aussagen verlassen kann, wenn es um Themen geht, wo man sich selber halt nicht auskennt, wo man versucht, über Newsartikel oder Journalismus oder sowas zu lernen wirklich und was rauszufinden, dann nimmt das einfach so viel Kredibilität, wenn Artikel rauskommen, wo man selber die eigentliche Wahrheit weiß, die halt einfach so viel Quatsch verzapfen. Also finde ich schade. Ich meine, ich glaube, es liegt ganz viel daran, dass halt einfach Headlines das Wichtigste sind, die Klicks, das ist alles, was zählt. Aber wie du schon meintest, das ist eigentlich nicht ein Thema, was wir jetzt aufmachen wollten, ein Fass, was wir aufmachen wollten, aber ich finde es trotzdem schade. Ich finde es natürlich schade, dass der Mainstream keine Ahnung von NFTs hat und das einfach hasst, aber es gibt uns mehr Zeit und mehr Chance, die coolen Sachen auf die Wege zu bringen, die wir bauen wollen und die richtigen Connections zu machen mit Leuten, die halt so ein bisschen hinter die Fassade gucken, die selber mehr als 2 Meter denken können und sich seine eigene Meinung machen. Das finde ich immer sehr viel wert. Solche Zeiten geben einem einfach die Möglichkeit, die coolen und klugen Leute, wenn ich so sagen kann, rauszufiltern. Das heißt, alle, die hier heute im Space sind, Kudos, nice, dass ihr hier seid. So, ganz kurze Eigenwerbung vielleicht an der Stelle. Wir haben heute doch ein bisschen andere Crowd. Ich habe gerade gemerkt, dass mein Twitter Premium gerade abgelaufen ist. Das könnte natürlich Teil davon sein, warum meine Tweets zurzeit weniger Engagement kriegen. Aber hey, jeden das seine. Ich habe eine neue Kreditkarte, die muss ich glaube nochmal hier eintragen. Wenn du oder dein Kumpel oder deine Kumpeline ein Entwickler ist, wir suchen gerade noch nach jemanden, Jan und ich. Da würde ich jetzt einfach mal hier unsere Show als Plattform benutzen. Ganz knallharte Eigenwerbung. Wir suchen nach einem Entwickler, Fullstack, vielleicht Richtung Backend ein bisschen mehr. Ja, hauptsächlich auch Solidity, Blender, Python, am besten mit abgeschlossenem Studium, aber ansonsten natürlich auch sehr viel praktische Erfahrung, sind wir flexibel. Wenn du dich hierbei angesprochen fühlst, dann gerne Jan am besten eine DM schreiben oder mir oder Affenland. Wenn du kein Entwickler bist, dann geh trotzdem auf affen.land und melde dich doch am besten für unseren Newsletter an. Der kommt jeden Sonntag immer um 4 Uhr kommt er immer raus und der heißt TLDR, der summiert nochmal alle News der Woche, auch vor allem News, zu der wir vielleicht hier in unserer Live schon nicht gekommen sind, nochmal für euch zusammen und versucht euch möglichst zügig immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Okay, Jan, habe ich das gut gemacht? Habe ich hier gute Eigenwerbung gemacht? Hast du sehr gut gemacht. Wunderbar. Ja, dafür lebe ich, für Jan sein gut gemacht. Falls ihr kein Entwickler seid und aber wen kennt, dann sprecht es doch gerne mal in eurem Umkreis an. Es ist gerade nicht so einfach, coole Entwickler zu finden, besonders welche, die NFTs interessant finden, dem entsprechenden entsprechen. Aber es würde uns sehr helfen, falls ihr mal in eurem Umkreis rumfragt oder falls ihr schon wen im Kopf habt, einfach den Kontakt weitergeben. Vielen Dank. Okay, ich schätze mal, langsam sicher sind wir gegen Ende von unseren News-Sachen. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten. Unter anderem, die SEC hat jetzt auch noch die Stoner Cats angeklagt. Ganz bekannt natürlich für ihre Celebrity Endorsements von Mila Kunis und Ashton Kutcher, glaube ich, war es. Witzig, damals gab es auch dieses Video mit Vitalik drin, wo der dann in ihrem Wohnzimmer stand und halt irgendwie von Ethereum erzählt hat. Ganz klar, er hat es damals nicht endorsed, aber ihm wurde es damals ein paar Mal nachgesagt. Ich glaube, die haben inzwischen schon ein Settlement Offer gefasst. Und was ich hier wirklich nochmal anmerken will, ist A, sie wurden zu einer Strafe, zu einem Settlement, okay,
Aber auf der anderen Seite wurden sie auch dazu aufgefordert, das Geld, was sie eingenommen haben, etwa 8 Millionen Dollar wieder zurückzugeben. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, ob das tatsächlich der Fall sein wird oder, und das ist für mich jetzt halt die größere Frage, wie das dann für andere Kollektionen, was für die bedeuten könnte. Ja, also aus meiner Sicht ist hier eindeutig der fünfte Test vom Howey-Test anzuwenden. Will die SEC etwas kontrollieren, ja oder nein? Und dadurch, dass hier halt Celebrities in den USA dieses Ding beworben haben, ist es für den Gary Gensler ja eine PR-Situation und deshalb wollen sie darüber Jurisdiction haben. Aus meiner Sicht NFTs, vor allem in diesem Fall hier Stoner Cats, sind eher Collectibles, sind nicht ein Investment Contract, sind nicht mit der Absicht von Wertsteigerung oder ja, Security Laws irgendwie unterstellbar. Es gibt natürlich NFTs, wo Securities sind, das will ich gar nicht hier unterstellen. Allerdings Collectibles aus meiner Sicht ganz einfach nicht. Letzte Woche haben wir es angesprochen gehabt, der AIP 304, das war der meistgevotete AIP aller Zeiten im ApeCoin DAO. Natürlich der ominöse Vorschlag, 11 Millionen ApeCoin zu benutzen, um NFTs, hauptsächlich von Yuga, aber auch anderen Künstlern, zu kaufen und in Museen auszustellen. Ist durchgegangen. Es werden 50% des Kapitals im ersten Jahr genutzt. Und der ganz, ganz neue, jetzt muss ich hier gerade nochmal den Namen raussuchen, Digital Art Museum, ich glaube, so haben sie es genannt, wird in Zukunft 11 Millionen Dollar an ApeCoin zur Verfügung haben, um Yuga Assets, aber auch andere NFTs zu kaufen und dann halt auszusehen. Ziel ist es, möglichst NFTs ja in der Kunstwelt auch voranzutreiben und dafür ein Verständnis zu kriegen. Subtil war natürlich auch so ein bisschen die Story, hey, let's pump our bags a bit. Finde ich, ist der weniger gute Reason, das zu unterstützen. Ich finde an sich, dass wir Äquivalente zu Louvre, zu dem wir jetzt auch im digitalen Raum brauchen werden. Und da sehe ich die Vision hingehen. Ob und wie das erfolgreich ist, wird natürlich maßgeblich an der Execution abhängig sein. Von dem her, ich werde gespannt sein. Professor hat noch einen Take. Ein Ding, was ich noch kurz anmerken will, ist, Maki wird nicht den Multisig haben. Seine NFTs sind ausgeschlossen, gekauft zu werden von diesen 11 Millionen ApeCoin. Und er hat auch nicht Einfluss darüber, welche NFTs konkret gekauft werden. Es gibt ein Panel, das war auch mit dem AIP drin. Wenn euch das interessiert, euch aufregt oder sonstige Sachen, dann schaut gerne bei unserem Newsletter rein. Da werden wir das auf jeden Fall auch drin haben. Professor, bitte. Also ich will erst mal sagen, ich habe dafür gewotet. Warum, habe ich in einem der Tweets entsprechend geschrieben. Aber etwas anderes möchte ich gerne sagen. Und zwar möchte ich alle darauf hinweisen, dass es auch einen zweiten Token geben wird, dass die sogenannte DAM, also Abkürzung von das, was Colin gerade gesagt hat, irgendein Museum. Auf jeden Fall, diese Token sollte dann entsprechend verteilt werden und genutzt werden dafür, dass die NFTs bestimmt werden, die dann gekauft werden sollten. Ich warne erstmal alle, da in diesen Token zu investieren, weil ich vermute natürlich, dass das die Hidden Agenda ist von Machi Big Brother. Er ist DeFi-Spezi, er kennt sich hervorragend in der DeFi. NFTs werden natürlich so ein bisschen gepumpt durch diese ganze Aktion, aber da, wo richtig Geld verdient werden kann, ist wahrscheinlich mit diesem Token. Einfach nur eine kleine Warnung. Ja, zu dem Token noch ganz kurz. Der wird verteilt an alle ApeCoin-Holder, also ApeCoin wird ausgegeben und der Wert dieser Tokens wird dann gelockt effektiv in diesem DAM-Token. Und alle Leute, wo den ApeCoin staken, kriegen automatisch auch ihre Allokation an DAM, beziehungsweise diese wird ihnen zur Verfügung gestellt. DAM wird dann der DAO-Token sein, um über dieses digitale Museum zu bestimmen. Ist aus meiner Sicht eine unnötige Komplexität. Wir hätten auch einen flockig hier ApeCoin benutzen können. Ja, ganz viel Vorsicht bitte. Mein Statement von Anfang an tue ich hier an der Stelle gerne nochmal wiederholen. Ich bin uninteressiert an allen Token, wo nicht Bitcoin und Ethereum sind. Ich bin uninteressiert an allen DeFi-Tokens. Ich bin uninteressiert an allen DAO-Tokens. Ich nehme gerne Airdrops mit. Das ist ein anderes Thema. Vor allem Airdrops, an denen man nichts getan hat, weil dann sind sie steuerfrei. Deutschland, keine Steuerberatung an der Stelle.
Aber ja, also ich würde jetzt hier von keine kaufen. Ich bin einfach nur mal gespannt, wie das Team mit diesen 12,2 Millionen Dollar umgeht, beziehungsweise Apecoin-Tokens umgehen wird. Gut, das war dann erstmal, glaube ich, alles von mir. Habe ich noch irgendein News-Item für euch? Ich glaube, langsam und sicher sind wir auch am Ende von der Show einfach angekommen. Jan, noch Frage an dich. Willst du noch irgendwas Konkretes erwähnen? Ich sehe noch, dass wir hier von MetaMask was haben. Da kommen sogenannte Snaps raus. Ich glaube, Colin, du hast alte News noch. Also auch die eine hatten wir letzte Woche schon mit Mila Kunis etc., den Stoner Cats, aber ist vielleicht auch gut, das nochmal zu wiederholen. Wer da tiefere Takes zu haben will, dann hört euch einfach die Show von letzter Woche an. Könnt ihr auf affen.land/show angucken oder auch auf Spotify finden, was euch lieber ist. Aber ja, News hatten wir fast alles. Den Rest, würde ich sagen, findet ihr im Newsletter. Da haben wir auch viele kleine News noch aufgeführt, die wir heute jetzt nicht, wo wir heute keine Zeit mehr für hatten. Die Show ist dann immer dafür, dass man halt so ein bisschen tiefer noch diskutieren kann über die einzelnen Sachen. Das heißt, die beiden ergänzen sich immer gut. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende noch. Genießt das Wetter, was sich ja immer noch ganz gut hält. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wieder Samstag, 12, wie immer. Ja, ist ja hier echt ziemlich krass, ne? Also ich habe jetzt hier vor dem Space noch einen Artikel gelesen gehabt, von wegen 30 Grad soll es nochmal im September, Oktober haben. Ja, Klimaerwärmung, ahoi. Von dem her, genießt das gute Wetter. Ein kurzer Alpha-Tipp noch. Ich werde morgen in dem TLDR-Newsletter von uns, den ihr auf affen.land abonnieren könnt, noch eine gratis NFT-Kollektion anpreisen, sage ich jetzt einfach mal so. Das kommt diese Woche raus, ist eine ganz, ganz große Uhrenfirma. Ja, genau, kurze Tease hier, dass hier auch alle Leute sich wirklich hier anmelden. Freut euch morgen um 16 Uhr auf die Newsletter. Damit auch von meiner Seite aus vielen lieben Dank. Ich hatte eine nette Folge. Professor, war schön, dich mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Grüße gehen natürlich auch raus. Ich glaube, nach Hamburg war es, gell? All-In-Team, sehr cool, dass ihr vorbeigeschaut habt. Auch ein Sailmate hier mit dabei, finde ich sehr, sehr cool. Und natürlich auch Simon, unser Sportstudent. Dankeschön für den Rant der Woche. Und Wüstenigel, dir ganz, ganz gute Fahrt. Viel Spaß in München und trink nicht zu viel. Damit verabschiede ich euch ins Wochenende und bedanke mich und bis nächste Woche. Immer samstags, immer 12 Uhr. Ciao!